Viel war los am letzten Wochenende in der dritten Liga. Zwar wurde das Spitzenspiel zwischen Machfeld-Mansdorf und dem FC Mauerwerk wegen einer Corona-Fälle. Gut Deutsch sprichst du. Lass reden, ja? Viel war los am letzten Wochenende in der dritten Liga. Zwar wurde das Spitzenspiel zwischen Machfeld-Mansdorf und dem FC Mauerwerk wegen einiger Corona-Fälle bei den Simmeringern abgesagt, aber wir konnten den Fans zu Hause vor den Bildschirmen trotzdem wieder viel Live-Fußball bieten. Hallo und herzlich willkommen bei uns auf Krone TV bei der dritten Liga. Und wenn wir auch gleich von Live-Fußball sprechen, dann bleiben wir auch bei unserem Freitag-Live-Match. Da ging es schon um mehr als um nur 3 Punkte, denn weder die Wiener Neustädter noch die Trausburger sind gut in die neue Saison gestartet. Während die Burgemeister-Elf in 2 Spielen nur einen Zähler holen konnte, ist das Punktekonto der Trausburger noch leer. 3 Spiele, 3 Niederlagen, umso mehr wollten beide Mannschaften den Sieg. Trausburgs Trainer Franz Lederer hatte schon vor dem Spiel die richtige Taktik parat. Ein Tor schießen, keines bekommen und 3 Punkte mitnehmen. So einfach werden sich die Neustädter die 3 Zähler aber nicht nehmen lassen. Immerhin will man nach 180 torlosen Minuten endlich in der Meisterschaft treffen. Die Trausburger sind zu Gast in Wiener Neustadt. Quasi ein Derby für die Burgenländer und die Neustädter. André Tatzer soll die rechte Außenbahn beackern. Und Paul Zmarich, der steht in der Startformation, hat in den letzten Wochen mit guten Leistungen aufgezeigt. Die Trausburger mit Handler und Kovac gleich zu Beginn mit einer tollen Chance. Lukas Kornholz mit dem Kopf, aber nur ans Außennetz. Erste gute Möglichkeit für die Trausburger nach wenigen Minuten. Der steht da mutterseelenallein. Tatzer hat da im Rücken viel Platz. Kornholz kann es aber nicht ausnützen. Franz Lederer sieht eine gute Mannschaftsleistung seiner Trausburger. Dann Knessel. Herrlicher Pass auf Handler. Der gegen Spahic. Handler setzt sich da durch, aber Philipp Klar im Tor. Der Neustädter kann parieren. Zweite hervorragende Möglichkeit für die Trausburger vergeben. Die werden nicht wieder hunderttausende Chancen vergeben und dann am Ende ohne Punkte dastehen. Die Neustädter. Brinki per Kopf. Kein Kopfballspezialist, der flinke Flügelmann. Aber trotzdem darf man den da nicht so freiköpfeln lassen. Wieder die Trausburger. Handler. Gut gemacht. Das ist Holger Gnatz. Und der fällt. Spajic. Gegen Gnatz. Hat es da eine Berührung gegeben? Ja oder nein? Schauen wir uns das nochmal an. Gnatz. Ja. Wir können es nicht ganz sagen. Patrick Handler hat uns ein bisschen die Sicht verstellt. Die Fans blieben aber ruhig. Dann die Neustädter mit der nächsten Möglichkeit. Binder war das mit dem Freistoß und dann kommt aus dem Hinterhalt Zellinger. Was für ein Bombenschuss. Er trifft aber nur die Stange. Maximilian Zellinger. Und wie wir in der Wiederholung sehen, der Ball prallt noch von Stifter in den Eckball. Der wird gleich ausgeführt. Und dann brennt es schon wieder. Im Strafraum, der Trausburger. Osman Buskurt dieses Mal. Der Gefahrenherd. Dann war Halbzeit. Gutes Spiel. Vor allem die Chancen hat es gegeben. Auf beiden Seiten. Der zweiten Halbzeit. Die Neustädter mit der ersten Möglichkeit. Binder mit dem Ball in die Mitte. Stifter mit der Faustabwehr. Franz Lederer, ein paar Sorgenfalten bekommt er da mehr. Binder zieht er den Ball zur zweiten Stange, aber Stifter kann da mit der Hand abwehren. Und wieder ein Eckball für die Neustädter. Der kommt gefährlich, Stifter! Riskiert er Kopf und Kragen vor Osman Bozkurt, dem Torjäger der Neustädter. Tolle Parade vom Tormann. Bozkurt mit Pech und auf der Gegenseite die nächste. Tolle Möglichkeit, Kovac. Die nächste tolle Möglichkeit für die Trausburger und die haben es nicht mit dem Chance verwerten. Der Ball kommt wieder in die Mitte und dann schießen sich die Neustädter fast ein Eigentor. Elias Weidinger rettet da und nimmt die Latte zur Hilfe vom eigenen Kasten. Unfassbar, der Ball will einfach nicht rein bei den Trausburgern.
Nicht einmal in solchen Situationen geht er rein. Ja, dann kann man eigentlich schon fast gar nichts anderes mehr machen. Und dann Klaus-Peter Buhr mit dem Ballgewinn. Markic ist eingewechselt worden, Handler, und dann ist der Bann gebrochen. 74. Minute. Der Bann der Trausburger ist gebrochen. Handler, der Torschütze. Gut gemacht von Markic, sieht er seinen Mitspieler und der haut den rein. Und die Last fällt endlich von den Schultern der Trausburger. So lange hat man jetzt gebraucht für diesen Treffer. So lange hat man darauf hingearbeitet und so viele Chancen hat man vergeben. Unfassbar. Die Neustädter, die geben sich nicht geschlagen. Mujkic mit der Hereingabe, Bozkurt. Da war er sich nicht sicher. Mit dem Kopf oder mit dem Fuß. Zu lange überlegt und dann ist die Chance schon vorbei. Wieder nichts für die Neustädter mit dem ersten Saisontreffer. Bozkurt, Milesovic im Zweikampf, Bozkurt und dann ist er drinnen. 1:1. Die Neustädter jubeln. Osman Bozkurt, der Torschütze. Herrlich gemacht, aber da gibt's Redebedarf. Bozkurt nimmt sich da den Ball mit der Hacke mit, trifft Milesovic. Foulspiel oder nicht? Osman Bozkurt beschwert sich, bekommt auch die gelbe Karte vom Schiedsrichter. Aber es war ein Handspiel und kein Foul. Der Treffer zählt nicht. Es bleibt also beim 1:0 für die Trausburger und dann noch diese Aktion an Müller. Auch hier gibt es keinen Strafstoß, anders. Yusuf Onur da mit der Grätsche zur Ecke. Die Trausburger, die gewinnen mit 1:0 gegen Wiener Neustadt. Es war kein schönes Spiel, aber eines mit viel Leidenschaft und mit einem großen Willen von beiden Teams. Die Trausburger hatten zu Beginn ein Déjà-vu. Immerhin vergaben die Burgenländer 3 Großchancen am Stück. Schlussendlich war es aber dann doch ein gerechter Erfolg der Lederer Elf. Wir haben Goalie Lukas Stifter vors Mikrofon geholt. Lukas Stifter, die Null ist gestanden. Das war, glaube ich, einmal das Wichtigste für euch und auch für dich persönlich. Und ein 3 ist es auch noch geworden. Was hat Franz Lederer eigentlich von euch verlangt? Ein Schießen, kein Screen? So ungefähr kann man sagen. Also wir sind jetzt einmal überglücklich, dass wir die verflixten 3 Punkte eingetütet haben. Die haben wir schon gegen Lobendorf verspielt. Und in Neusiedl war meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft. Und zum Glück habe ich der Mannschaft heute helfen können, die Null gehalten. Und vorne haben wir mal wieder ans eine gehauen. Und das macht mich überglücklich heute. Das macht dich überglücklich. Hero steht auf deinem Leiberl. Bei manchen Situationen war es auch so, da hast du gerettet in allerhöchster Not. Was war beim Tor? Hast du das gesehen? Osman Bozkurt angeblich ein Handspiel gemacht. Er sagt, wenn, war es nur ein Foul. Ja, ich im ersten Moment habe ich so geglaubt, das ist ein Foul. Der Schiedsrichter hat Hand gegeben. Ja, wie ich sage, das sind Kleinigkeiten. Die letzten 3 Matches waren sie gegen uns, heute waren sie für uns. Und so ist der Fußball. Es gleicht sich am Ende der Saison alles aus. Wird jetzt so ein bisschen der Druck von euch an den Schultern genommen? Jetzt habt ihr mal angeschrieben und gewonnen. Wie wichtig war das für euch? Extrem wichtig. Wir haben gut trainiert, die ganze Woche hart gearbeitet und jetzt, wie es ist, wenn man einmal anschreibt, dann fällt der Druck ab und jetzt können wir richtig reinstarten in die Saison und hoffentlich die nächsten 3 Punkte nächstes Wochenende Gewinnerlinien holen. Grüße an den Herovic Michael, der hat diese Woche eine schwere Operation gehabt. Er ist ein sehr guter Freund von mir, einer meiner Besten und von mir aus möchte ich ihm alles Gute wünschen und baldige Genesung. Er ist schon am Weg der Besserung und bleibt wir gesund und wir sehen uns dann wieder. Und auch von der Mannschaft alles, alles Gute und bis nächstes Mal im Training. Danke. 2:0 gespielt. Der Tormann hat einmal alles richtig gemacht für Stifter. Sicherlich Balsam auf die Wunden der letzten Wochen. Da hat er nicht immer absolute Sicherheit ausgestrahlt. Die Neustädter hingegen haderten mit dem Schiedsrichterteam. Vor allem das aberkannte Tor von Osman Bozkurt liegt den Niederösterreichern im Magen. Foul, Hand oder gar abseits? Bozkurt klärt auf. Osman Bozkurt, 0:1, ganz bittere Pleite, vor allem, weil man ja ein Tor geschossen hat, hat leider nicht gezählt. Was war da los? Also der Schiri hat mir gesagt, dass ich ein Handspiel gemacht habe, aber es war kein Handspiel, auf jeden Fall nicht. Also ich dachte, er gibt den Foul, also Foul würde ich mir noch irgendwie einreden lassen, weil ich meinen Fuß so hochgehoben habe und ihn ein bisschen berührt habe. Ja. Aber mit dem Hand habe ich den Ball auf jeden Fall nicht mitgenommen, sicher nicht. Ja. Leider sieht es man nicht, hast du mir gesagt, aber ja, schade, es ist jetzt vorbei und wir müssen jetzt weiter schauen. Am Dienstag geht es weiter ja, und ist wichtig. Leider dieses Spiel verloren gegen Trausburg. Es war ja, meine, auch wenn wir jetzt am Anfang der Saison sind, ein 6-Punkte-Spiel. Die Trausburger nach 3 Spielen 0 Punkte. Ihr habt 1 Punkt gehabt, habt jetzt im Cup gewonnen, habt dieses Momentum nicht mitnehmen können.
Ja, es war schade. Also, wir müssen mindestens einen Punkt mitnehmen, aber leider hat es nicht geklappt. Und ja, wie gesagt, also Dienstag muss man die Punkte holen. Auf jeden Fall, das ist das Ziel, absolute Ziel. Ein paar Chancen habt ihr gehabt, einen Stangenschuss. Du hast eine Chance gehabt, jetzt das Tor, was nicht gegeben wurde. Aber auch die Straßburger haben eine Menge an Chancen gehabt. Warum klappt es vor dem Tor derzeit nicht? Die Neustädter noch ohne Tor in der Meisterschaft? Wir arbeiten viel dran und das wird sich bald ändern. Am Dienstag? Sicher, auf jeden Fall. Handspiel war's, sagt der Schiedsrichter. Butzkurt hat, wenn dann, eher ein Foulspiel gesehen. Knifflige Entscheidung, dafür gibt es ja unsere Fußball-Community. Jetzt ist die Meinung der Zuschauer und Experten gefragt. Regulärer Treffer oder doch ein Handspiel? Schicken Sie uns Ihre Meinung. Wir haben diese Situation noch einmal auf unserer Facebook-Seite gepostet. Wir kommen dann gleich zu unserem nächsten Spiel und da ist schon ordentlich Zündstoff drinnen. Denn die Neusiedler kommen als Nummer 1 im Burgenland zum Team Wiener Linien. Und da will man gegen die Werkstruppe endlich anschreiben. Steinacher und Co. hatten gegen die Gage-Elf eigentlich noch nie etwas zu feiern. Die Bilanz sieht alles andere als rosig aus. 3 Spiele, 3 Niederlagen, 1:7 Torverhältnis. Umso mehr fiebert man beim Team Wiener Linien diesem Spiel entgegen. Nach der knappen Niederlage zum Saisonstart gegen Leomdorf sollen jetzt endlich 3 Punkte her. Wann, wenn nicht gegen den absoluten Lieblingsgegner? Der Kampf gegen die Unserie. Der SC Neusiedl am See will endlich punkten gegen das Team Wiener Linien. Immerhin in 3 Spielen gab es 0 Zähler für die Neusiedler. Die erste Möglichkeit. Daniel Suda mit dem Freistoß. Kraus muss nicht eingreifen, aber Trainer Gager nach 8 Minuten schon ein Wechsel. Andy Bauer kommt neu ins Spiel. Und das macht sich auch gleich bezahlt. Suda, guter Pass auf Bauer. Den erläuft er noch. Oktay Yendi, 1:0 für die Heimischen. Herrlicher Spielzug vom Team Wiener Linien. Andy Bauer mit der Maßflanke und Oktay Yendi in der Mitte, sträflich allein gelassen von den Neusiedler Abwehrspielern. Und es steht 1:0. Und so einen Auftakt wollten die Burgenländer gar nicht. Endlicher. Ein bisschen zu weit die Flanke, aber da hinten gibt es ja noch Andy Bauer und David Rekovic mit dem Schuss aus der Entfernung. Nächste gute Möglichkeit für die Heimischen. Die Neusiedler eigentlich offensiv gar nicht vorhanden. Yendi. Gutes Zusammenspiel mit Suda und der hat da viel Platz. Der wird nicht attackiert. Die Neusiedler lassen sich fallen. Suda und Martin Kraus. Dieses Mal nicht als Pink Panther im Spiel, sondern mit der schwarzen Auswärtsdress. Aber deshalb hält er nicht weniger gut. Das Team Wiener Linien wieder im Vorwärtsgang. Rajkovic mit dem Schubfer auf Oktay Yendi und der trifft den Ball nicht richtig. Nächste gute Chance für die KGL vergeben. Vielleicht jetzt einmal die Neusiedler mit Ulig. Guter Pass auf Maurer. Dani Maurer. Ertan Uzun kann den Ball aber parieren. Keine Probleme für den Schlussmann der Gaga-Elf. Immer wieder über die linke Seite und Andy Bauer. Gutes Zusammenspiel. Suda mit Bauer. Der bringt den Ball. Nächste. Ja, fast schon 100er. Für Michael Endlicher. Gerade im letzten Moment von Segner noch gestört, vergibt Michael Endlicher diese Riesenmöglichkeit aufs 2:0. Und er steht wieder im Mittelpunkt in der nächsten Aktion. Herrlicher Pass von Rajkovic auf Endlicher. Martin Kraus verhindert einen höheren Rückstand der Neusiedler. Halbzeitstand also 1:0 durch das Tor von Oktay Yendi für das Team Wiener Linien. Zweite Halbzeit ist eigentlich wie die erste. Suda, gute Hereingabe, kein Abnehmer in der Mitte. Es spielt eigentlich nur das Team Wiener Linien. Von den Neusiedlern ist gar nichts zu sehen. So werden sie nicht den ersten Punkt hier einfahren. Dann wieder Ulig mit dem Ballverlust. Rajkovic auf den Flügel. Da kommt die Hereingabe, Kraus aber verhindert die nächste Möglichkeit der Heimischen. Aber ausblasen, das kann er nicht. Die Roten,
Die sind schon wieder da. Suda, nächster Schuss, Kraus mit der Abwehr. Er probiert seine Mannen da nochmal anzufeuern, aber ob das klappt, schauen wir mal. Steinacher auf Kinzel, der aus dem Stand an die Stange. Das wäre es gewesen mit dem Ausgleich kurz vor dem Ende. Patrick Kinzel mit einem Stangenkracher. Hier nochmal. Gut 25, 30 Meter. Den hätte Ertan Uzun nicht halten können. Die Schlussoffensive vom Team Wiener Linien. Wieder Daniel Suda, der versucht es da immer öfter auf der Distanz, aber ohne Erfolg. Dann Oktaendi. Nart da die Abwehr der Neusiedler. Guter Pass. An die Stange und dann auch noch Pech für die Neusiedler. Hasim Ibrahimovic mit dem Eigentor. 87. Minute. Da ist der Deckel jetzt drauf. 2:0 für das Team Wiener Linien. Und da war auch gehörig Pech dabei. Zuerst die Stange und dann prallt der Ball von Ibrahimovic ins Tor. Und das Team Wiener Linien für 2:0, kurz vor dem Ende. Die Neusiedler mit ein paar Bemühungen jetzt. Ulbing, der ist eingewechselt worden nach einer Kitzel-Ecke. Aber gefährlich ist das alles nicht. Und dann Sascha Steinacher, herrlicher Lochpass auf Ulbing und Alexander Milenkovic, der zieht die Notbremse, bekommt aber nur Gelb. Sascha Steinacher beschwert sich und die Neusiedler. Patrick Kinzel kann den Freistoß aber nicht im Tor unterbringen. Es bleibt beim 2:0 Sieg für das Team Wiener Linien. Und Redebedarf haben die Neusiedler mit dem Schiri nach dem Schlusspfiff. Täglich grüßt das Murmeltier, vor allem die Neusiedler. Die könnten sich die Spiele gegen das Team Wiener Linien eigentlich sparen. Viertes Duell, vierte Pleite. Aber die Neusiedler haben nicht nur das Spiel verloren, sondern auch noch Spielertrainer Sascha Steinacher mit der gelb-roten Karte. Diese holte er sich allerdings erst nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Marik ab. Aber auch Weber und Sommerer mussten vorzeitig vom Platz. Sie sind verletzt und werden wohl am Dienstag den Weg nach Wiener Neustadt nicht mitmachen. Da geht es nämlich beim Nachtagsspiel für die Neusiedler um die nächsten drei Punkte. Die Elf von Trainer Herbert Gaga kann also erstmals voll anscheinen in dieser Saison. Die Favoriten können das nächste Duell mit den Burgenländern kaum erwarten. Leider gibt es in dieser Saison nur noch ein Duell gegen die Neusiedler. Wir machen eine kurze Pause. Nach der Werbung gibt es noch zwei Spiele der dritten Liga in Meidling. Da steigt das Kultduell zwischen Wiener Viktoria und dem Wiener Sportclub. Und in der Südstadt, da treffen die Admira Juniors auf Titelkandidat Strepfing. Bis gleich. Wir sind wieder zurück in der dritten Liga und machen auch gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Bereits letzter Meisterschaft legt der Wiener Viktoria alles andere als einen Blitzstart in die Saison hin. Auch in diesem Jahr tut sich die Polsterelf extrem schwer. Nach drei Runden haben Kapitän Dusan Lazarevic und Co. nur einen mageren Punkt am Konto. Ausgerechnet jetzt kommt mit dem Wiener Sportclub fast schon ein übermächtiger Gegner nach Meidling. Denn die Dorbacher, die starteten mit einem Sieg in der Meisterschaft und einem im ÖFB Cup makellos in die neue Saison. Jetzt will man natürlich auch gegen Wiener Viktoria auf der Erfolgsspur bleiben. Wieder mit dabei ist Trainer Robert Weinstabel. Er fehlte im Cup ja wegen der Trainerfortbildung für die UEFA Pro-Lizenz. Was seine Mannschaft zusammengebracht hat, schauen wir uns jetzt an. Wiener Viktoria gegen den Wiener Sportclub, so heißt das Kultduell in der dritten Liga. Und Günther Amberger, der Goalie von Wiener Viktoria, auf dem wartet heute wohl wieder eine Menge Arbeit am Kunstrasenplatz in Meidling. Der Sportclub, der ist nämlich noch ungeschlagen, Toni Polster, wird wahrscheinlich eher einen unruhigen Nachmittag auf der Betreuerbank der Meidlinger verbringen. Die erste Möglichkeit hat aber seine Mannschaft, Schindler. Aber das war kein Schuss, das war ein Roller. Keine Gefahr für Prügelhof. Dann unnötiger Ballverlust der Meidlinger. Hayden bringt da den Ball zur Mitte. Todorowski mit dem Abpraller. Amberger packt aber sicher zu. Robert Weinstabel zurück vom Trainerkurs. Sieht den nächsten Freistoß seiner Mannschaft. Andrei Todorowski gegen Bruck an der Leiter. Noch mit einem Direktcorner erfolgreich, der aber verbesserungswürdig. Meier
Setzt sich da gut durch. Meier im Zusammenspiel. Mit Bazzi, Hussein Bazzi. Und dann klärt Haas vor Justin Madero. Der Einschuss bereit, aber einen Schritt langsamer als der Sportclub-Verteidiger. Die darauffolgende Ecke, Lazarevic, Rauchecker, Brüllhof geht da auf Nummer sicher, lenkt den Ball zum nächsten Corner. Stefan Rauchecker mit der Möglichkeit für die Meidlinger. Toni Polster sieht den nächsten Eckball. Wieder Dusan Lazarevic, der bringt ihn gut und am zweiten Pfosten da fast Zusammenstoß. Zweier Spieler und dann diese Aktion. Wendisch mit dem Rückpass, Schiri wartet. Schiedsrichter Marik wartet und dann gibt er plötzlich indirekten Freistoß. Kein erlaubter Rückpass, sagt Schiedsrichter Marik. Indirekter Freistoß, Todorowski sagt danke, 1:0 für den Wiener Sportclub. Ruhe bewahren, meine Freunde, wir führen aber trotzdem 1:0 hier bei Wiener Viktoria. Wieder mal so ein ruhender Ball für den Sportclub, wieder mal ein Treffer. Wiener Viktoria zeigt sich aber gar nicht. Geschockt Justin Vatero, den muss man eigentlich machen. Per Kopf aus 5 Meter, Brüllhof hechtet da den Ball entgegen. Der Sportclub mit dem nächsten Angriff. Beljan, Miroslav Beljan, sein Schuss geht aber am Tor vorbei. Die Zuschauer, die werden hier gut unterhalten. Dusan Lazarevic, nächster ruhender Ball und der Freistoß, der hätte sich einen Treffer verdient. Lattenkracher von Dusan Lazarevic. Unglaublicher Freistoß, den hätte Brüllhof nie und nimmer gehalten und Robert Weinstaubl zeigt an, Freunde, das sind zu viele Gegenchancen. Die dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen weiter nach vorne spielen, so wie jetzt. Küßler auf Haas. Haas darf dann nochmal und wieder auf Küßler. Der Ball kommt irgendwie zu Hirschhofer und der ist ein Stürmer, der sich solche Chancen nicht entgehen lässt. 2:0, 34. Minute. Thomas Hirschhofer steht da goldrichtig und verwertet eiskalt, schickt Amberger in die falsche Ecke. 2:0 also für den Sportclub und die Friedhofstribüne ist natürlich auch on Tour mit dabei in Meidling. Die können zufrieden sein. Puzuk, nächster Weitschuss, der sein Ziel verfehlt. Damit etwas Glück kommt der Küßler an den Ball. Hirschhofer nimmt ihm da den Ball weg. Unorthodoxer Schuss. Aber wir notieren die nächste Möglichkeit. Halbzeitstand also 2:0 für den Sportclub. Toni Polster ein bisschen ratlos. Chancenverwertung seiner Mannschaft nicht gut und dann noch die Fehlentscheidung oder nicht des Schiedsrichters. Aber seine Mannen kommen da gut aus der Halbzeit raus. An Janwu mit der ersten Möglichkeit. Aber es will einfach nicht sein. Wiener Viktoria trifft einfach nicht ins Tor. Beim letzten Duell gab es noch eine Niederlage für den Sportclub hier am Kunstrasen. Aber dieses Mal schaut alles nach einem Sieg aus, Beljan. Gute Möglichkeit, aber wieder ein bisschen zu hoch angetragen. Der Schuss von Miroslav Beljan. Buzuk, der ein gutes Spiel macht. Herrlicher Ball und dann gemeingefährliche Attacke. Günther Amberger mit dem gestreckten Fuß gegen Julian Küßler. Da hätte mehr passieren können. Sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist. Rote Karte für Amberger. Die hat er sich verdient nach dieser Aktion. Das ärgert auch Toni Polster. Beljan beim Freistoß. Lukas Fieler, der Ersatzmann von Amberger, mit den Fingerspitzen dran, kann den Ball zur Ecke abwehren. Aber Beljan legt sich den Ball wieder auf für einen Freistoß und was für einen. Innenstange rein, Miroslav Beljan macht das 3:0. Sehenswerter Freistoß des Flügelflitzers. Innenstange rein, Fieler hat da gar keine Abwehrmöglichkeit und der Sportclub erhöht also auf 3:0. An Janwu noch einmal mit dem hohen Ball in den Sportclub-Strafraum und Brüllhof macht das Spiel schnell und plötzlich eine sehr gute Möglichkeit für die Dornbacher aufs vierte Tor, aber Julian Küßler vergibt diese. Die letzte Möglichkeit im Spiel
hat Lukas Pfaffel nach diesem Pass von Dimov. Auch er bringt den Ball nicht im Tor unter. Es bleibt also beim Sieg der Dornbacher in Meidling. 3:0 gewinnt der Wiener Sportclub und darf feiern. Toni, ein 0:3 im kleinen Wiener Derby gegen den Sportclub daheim. Es ist heute einiges nicht so gelaufen, wenn man sich das Ganze vorgestellt hat. Man sieht dir die Enttäuschung an. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Wir hatten 4-5 wirklich exzellente Möglichkeiten, gehen dann in Rückstand durch eine Fehlentscheidung. Das war bei viel Fantasie, war das nie und nimmer ein Rückpass. Ja, das hat natürlich dem Sportclub geholfen. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs. Sie haben heute fantastisch gekämpft, fantastisch gespielt. Man muss sich ja vorstellen, dass wir die Abwehr total umgekrempelt haben. Wir haben das Mittelfeld umkrempeln müssen. Es sind wieder ein paar Verletzte dazugekommen. Also das macht es alles nicht leichter, aber natürlich ist es unterm Strich ist es halt so, dass wir in 4 Spielen ein Elfer-Tor erzielt haben und das ist im Grunde dann zu wenig. Ja, es ist grundsätzlich 2 Faktoren im Vorhinein schon, was das heutige Spiel schwierig gemacht haben. Punkt 1, wir haben am Mittwoch ein Cup-Spiel gehabt, Wiener Viktoria war spielfrei. Das hat man natürlich den Jungs angemerkt. Punkt 2, du kommst als Wiener Sportclub hierher, bist natürlich Favorit und musst gewinnen. Auch das spielt in die Hinterköpfe der Jungs eine Rolle. Und wenn ich jetzt das Spiel hernehme, dann muss ich sagen, Kompliment an die Wiener Viktoria. Sie haben die ersten 10, 15, 20 Minuten viel besser ins Spiel reingefunden als wir. Haben uns auch ein bisschen überrascht, weil sie sehr hoch attackiert haben. Und wir haben dann natürlich heute, vor allem in der ersten Halbzeit, ein bisschen Glück gehabt haben im Spielverlauf durch das erste Tor. In der einen oder anderen Situation hätte auch Wiener Viktoria in Führung gehen können. Aber im Laufe des Spiels bin ich der Meinung, dass wir uns dann besser zurechtgefunden haben mit den Bedingungen, auch im Spielaufbau, dass wir dann doch gute Ballkontrolle gehabt haben. Und vor allem dann aufgrund der zweiten Halbzeit auch in numerischer Überlegenheit das Spiel nicht unverdient gewonnen haben. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hier heute und deshalb bin ich sehr froh, dass wir drüber gekommen sind mit 3 Punkten. Die Situation, die zum 1:0 für den Sportclub geführt hat, Toni Polster hat gemeint, klare Fehlentscheidung. Wie hast du gesehen? Ja, ich glaube, dass der Toni sicher besser gesehen hat wie ich in der Situation. Er war näher dran. Ich tue mir jetzt natürlich relativ schwer, das zu beurteilen. Meine Sicht war relativ schwer, weil 2-3 Spieler davor gestanden sind. Ich muss sie am glauben und dementsprechend haben wir natürlich in der Situation ein Glück gehabt. Keine Frage. Der Wiener Sportclub und die ruhenden Bälle. Gegen Bruck waren es noch 2 Eckbälle, die den Dornbachern 2 Treffer einbrachten. Im Spiel gegen Wiener Viktoria zeigte man sich dann als Freistoßspezialisten. Todorowski und Belian versenkten je einen Freistoß. Somit sicherte man sich die nächsten 3 Punkte. Apropos Todorowski, er gewann übrigens die Wahl zum Tor der dritten Runde mit seinem Direktcorner gegen Bruck an der Leiter. Wir gratulieren recht herzlich. Für Wiener Viktoria schaut es nach 4 Runden noch immer nicht besser aus. Mit einem Punkt liegt man am Tabellenende. Aber abschreiben darf man die Polster 11 ganz und gar nicht. Immerhin haben die Meidlinger auch in der letzten Saison diese Situation mitgemacht. Beim Meisterschaftsabbruch belegte man dann den sensationell 7. Platz. Vielleicht gelingt ja wieder so ein Erfolgslauf. Wir kommen zum 4. und letzten Spiel der Runde vom Wochenende und da musste im Niederösterreich-Duell Titelkandidat Stripfing in die Südstadt zu den Admira Juniors. Und die Helmers 11, die kam im Heimspiel mit reichlich Unterstützung von oben. Denn mit Haas, Lukasewitsch, Buchter, Vorsager, Hausjell und Bettlach standen gleich 6 Spieler der Bundesligamannschaft in der Startelf. Ob es für einen Punktgewinn gereicht hat, schauen wir uns jetzt an. Niederösterreicher Duell in der Südstadt, die Admira Juniors treffen auf Titelkandidat SV Stripfing. Und die Stripfinger, die kommen mit Selbstvertrauen. Lustenau besiegt, Mansdorf besiegt und jetzt will man auch gegen die Admira gewinnen. Die erste Möglichkeit hat die Klärelf, das ist Ali Alaca. Gut gemacht, aber dann doch etwas weit drüber. Verletzt sich da auch ein bisschen, kann aber weiterspielen, Ali Alaca. Der Neuzugang. Hans Klär feuert seine Mannschaft an. Aber jetzt einmal die Admira. Gute Flanke, Hausjell mit dem Kopfball.
Der Ball geht vorbei. Gegen Rapid hat er es noch besser gemacht in der Bundesliga. Da hat er den Treffer für die Admira erzielt. Den einzigen im Spiel für die Südstädter. Dann Grocic. Was für ein Fehler von ihm. Kann dann Lukasevic nur noch zurückhalten. Wie ein Ringer, wie ein Wrestler. Freistoß Christian Gartner. Der zwirbelt den Ball da ins lange Eck. Lukasevic war die vielleicht noch dran. Nein, es war Gartner. 1:0 für die Admira Juniors. Schwerer Patzer von Grocic. Und die Admira nützt das aus. Gütschle wird da auch noch getroffen. Trainer Helmes wird es egal sein. Der Ball zappelt im Tor. Wer es geschossen hat, ist Nebensache. Wir sagen Christian Gartner was. Dann Sahintürk. Erstes Mal Glück gehabt, Sahintürk. Zweites Mal Glück gehabt. Und dann kommt Koller mit der Grätsche. Freistoß für Stripfing. Ali Sahintürk. Da gibt es erst noch Männergespräche mit dem Schiedsrichter. Und dann Ali Sahintürk. Ausgleich. 1:1. Unglaublicher Freistoß. Herrlich getreten. Über die Mauer. Keine Chance für Haas im Tor. Der Admira. Wunderbarer Freistoß. Ausgleichstreffer. Der Stripfinger. Ali Sahintürk. Hans Klär kann zufrieden sein, sich wieder niedersetzen. Aber er sieht die nächste Standardsituation. Und wieder ist es Gartner beim Ball mit der Hereingabe. Koller mit dem Kopfball. Aber den kann man besser machen. Den kann man wenigstens mal aufs Tor bringen. Die Stripfinger mit Weber. Herrlicher Pass auf Alaca. Alaca, der sieht Suleimani, den Ex-Admiraner, und der fällt. Willi Vorsager, ungestüm, macht er das Foul. 11 Meter für die Stripfinger. Kürsat Gütschli gegen Haas. Haas pariert. Kein Gegentreffer, kein weiterer Gegentreffer in der ersten Halbzeit. Das war es nämlich. Vor der Pause, quasi mit dem Pausenpfiff, pariert Haas diesen 11 Meter von Kürsat Gütschli. Wir sind schon in der zweiten Halbzeit und den kennen wir. Bruder Leichtsinn. Grocic verliert wieder den Ball. Aber Marco Hausjel mit dem Schupfer übers Tor, der Stripfinger. Aber Grocic wieder mal mit einem Fehler. Heute nicht so souverän wie sonst, die Stripfinger. Über Alaca, der hat viel gearbeitet vor dem Admira-Tor. Und dann ist es Gütschlü, den trifft er aber. 2:1. Herrlicher Treffer. 56. Minute. Kürsat Gütschlü bringt seine Mannschaft also in Führung. Den Elfmeter hat Haas noch gehalten. Gegen diesen Schuss war er aber machtlos. Die Admira spielt jetzt am Ausgleich. Die wollen da nicht als Verlierer vom Platz gehen. Herrlich gemacht. Aber der Ball geht an allen vorbei. Und dann ist es Hausjell und Hellermann, die sich da im Weg stehen. Wieder nichts. Suleimani. Aber der Freistoß war dann wohl zu wenig für einen Treffer. Der geht klar am Tor vorbei. Die Schlussphase des Spiels. Ristanic mit dem Rückpass. Und das ist wieder Marco Hausjell. Der jagt da den Ball über das Stripfingergehäuse. Sadilek muss nicht eingreifen. Die Zuschauer sehen ein attraktives Spiel hier in der Südstadt. Nochmal die Stripfinger mit Gütschlü. Und das ist Gökçek. Der ist eingewechselt worden. Bringt aber den Ball nicht aufs Tor. Letzte Möglichkeit im Spiel für die Stripfinger. Das ist wieder Kürsat Gütschlü. Zu direkt auf Haas. Wäre eine gute Variante gewesen. Bleibt aber bei der Eintorführung beim 2:1 für die Stripfinger. Die Admira probiert es auch nochmal mit einer Standard. Und da Handspiel reklamieren die Admiraner. Das müssen wir uns in der Wiederholung nochmal anschauen. Marcel Chersade kriegt den Ball auf die Hand. Es gibt aber keinen Elfmeter. Es bleibt beim 2:1 für Stripfing. Ein ausgeglichenes Spiel mit Stripfing als Sieger. Die Admiraner lieferten dem Titelaspiranten aber einen harten Fight, belohnen sich aber am Ende dann nicht. Für Neo-Coach Patrick Helmes gibt es nach wenigen Wochen bei den Juniors auch gleich eine neue Herausforderung. Er wird interimistisch die Bundesligamannschaft übernehmen. Trainer Zvonimir Soldo ist aus privaten Gründen zurückgetreten. Das war sie also, die vierte Runde in der dritten Liga. Ein Spiel findet er erst am Dienstag statt, und zwar trifft er Bruck an der Leitha zu Hause auf Dreiskirchen. Der Anklick ist um 19:30 Uhr.
Schauen wir uns noch einmal die Ergebnisse der vierten Runde an. Der erste Wiener Neustädter SC unterliegt Trausburg mit 0:1. Die Admira Juniors müssen sich Stripfing mit 1:2 geschlagen geben. Der Wiener Sportclub feiert einen 3:0 Auswärtssieg bei Wiener Viktoria. Und das Team Wiener Linien besiegt Neusiedl am See mit 2:0. Das Spiel Machfeld-Mannsdorf gegen Mauerwerk wurde abgesagt. Die Tabelle schaut folgendermaßen aus. In Führung liegt immer noch Leobendorf vor Bruck an der Leiter und dem Wiener Sportclub. Stripfing ist Vierter. Mit dem Sieg über den ersten Wiener Neustädter SC konnte Trausburg die rote Laterne abgeben. Diese hat jetzt Wiener Viktoria inne. Auch in der Torschützenliste gab es kaum Veränderungen. An der Spitze liegen weiter Miroslav Milosevic und Matusz Paugner mit je 3 Treffern. Am Dienstag gibt es nicht nur das Spiel zwischen Bruck und Dreiskirchen, sondern zwei weitere Nachtragspartien. Der erste Wiener Neustädter SC trifft auf Neusiedl am See und der Wiener Sportclub bekommt es mit Machfeld-Mannsdorf zu tun. Spielbeginn bei den Spielen ist jeweils um 19.30 Uhr. Natürlich sind diese Spiele wieder live bei uns zu sehen. Auf Krone.at und den Facebook-Seiten von der dritten Liga und Fan.at können Sie sich auf spannende Spiele freuen. Nicht verpassen und einschalten. Und ja, das war's schon wieder von mir. Nicht vergessen, Fan.at, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Holen Sie sich die App und verpassen Sie mit dem Live-Service von uns kein Tor mehr in der dritten Liga. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.